Hallo und herzlich willkommen zurück zu Family Mysteries 3 Verbrechen im Kopf. Hier ist Sabine die Cat. Wir gehen links rüber, mischen jetzt den Schlaftrunk für den Hund. Das heißt, wir brauchen das Bläufläschchen. Dann kommt die Zitrone in das Rosane. Das ins Blaue. Lila, braun, die lilane Flüssigkeit ins Gelbe, und das kommt auch nochmal dazu. Gut verrühren. Dann haben wir den Schlaftrunk. Jetzt nehmen wir uns den Futternapf, das Futter. Und den Schlaftrunk dazu. Das geben wir dem Hund. Marschieren zur Tür. Da kommen Tasten rein. Schieben Sie die Spielsteine in die Schlitze, die Ihren Sternzeichen entsprechen. Um die Tür zu öffnen, Sie können sich nur zu dem benachbarten leeren Schlitz bewegen, mit dem Sie verbunden sind. Gut, dann sortieren wir sich das mal ein bisschen. Die zwei passen schon mal. Dann geht's weiter Richtung Flur. Puppe Nummer 13 hier oben. Schauen her. Nehmen uns den Schmetterling mit. Lampe. Dann gehen wir links rüber. Zweiter Schmetterling. Waschmittel. Blaue Taste Nummer 1. Gehen zurück in den Entbindungsraum. Vor zum Schreibtisch, da kommt die Lampe rein. Gehen wieder zum Flur. Wieder in die Mitte her. Da kommt der Kugelschirm dazu. 357. Kriegen einen Schlüssel. Gehen zu der Tür hier unten vor. Da halten wir unseren Schlüssel hin und den müssen wir nachbauen. Der bleibt uns auch erhalten, den brauchen wir später noch einmal. Dann haben wir das nächste Wimmelbildspiel. Wir brauchen Nadel und Faden, Teetasse, Muschel, Bär, Käfer, Fernrohr, Baum, Vase. Uhr.
Schädel. Hier schnappen wir uns den Hinweis. Der kommt links zum Tresor. Die Juwelen. Gehen zu der Tür hier auf der linken Seite her. Stelle jeden der farbigen Knöpfe entsprechend der Anzahl der Schmetterlinge in der gleichen Farbe ein. So, wir brauchen vorne 3. 1. 5. 2. Und 4. Geht's weiter in den Überwachungsraum? Puzzle Nummer 15 haben wir oben auf der rechten Seite. Hat sich gerade in die Kiste verwandelt. Damit haben wir alle Puzzleteile beisammen. Wir schauen hierher zu dem kleinen Tisch. Nehmen die Marke und das Feuer mit. Gehen links rüber zum Wasserspender. Nehmen den Schwamm mit und den Schubladengriff. Dann gehen wir raus in den Flur, zu dem kleinen Tisch in der Mitte, kommt der Griff rein. Kabel, Taste Nummer 5 und Sprühflasche. So, die Sprühflasche, da können wir jetzt das Waschmittel reingeben. Gehen zurück in den Bindungsraum, links her. Da kommt die Feuer- und die Marke zum Einsatz. Dann meine Schweißbrenner. Gut, gehen wieder nach vor in den Flur. Überwachungsraum. Links her. Da füllen wir unsere Sprühflasche mit Wasser. Und rechts her zum Spind. Sprühen links das ein. Mit dem Schwamm mal drüber. Dann haben wir den Code 428. Gut, bevor man sich dem Schlüssel widmet, nehmen wir oben die Gaskartusche mit. Und die Taste Nummer 3. Dann legen wir da unseren Schlüssel wieder her. Sperren das auf. Gehen am Bolzenschneider. Taste Nummer 4. Jetzt können wir bei dem Schweißgerät die Gaskartusche entfernen und wechseln. Schmelzen das Glas, dann kommen wir zum Handy. Ist natürlich der Akku leer. Wir stecken hinten das Ladegerät an, das Handy dazu. Hinweis dazu. Dann haben wir einen Strichcode und wir rufen jetzt die Polizei an. What's your emergency?
Hello, police? It's an emergency. Please come to this location at once. And inform the CIA. It is a matter of national security. The police and the ambulance are on their way. Gehen rechts rüber zum Spind. Am Handy haben wir ja den Barcode. Kriegen Taste Nummer 5. Gehen zum Flur. Oben rechts zur Tür. Fügen wir die 5 Tasten ein. Aktiviere die Stäbe, um die Fugen zu verbinden. Jede Fuge sollte so oft verbunden werden, wie die Zahl, die sie trägt. Die Zahl erscheint nur, wenn Sie die genaue Anzahl der Stäbe aktiviert haben. Und dann haben wir hier den letzten. So soll das Ganze dann ausschauen. Dann geht's raus in den Hinterhof. So, Puppe Nummer 14 und die letzte. Hier vorne. Damit haben wir alle Puppen gesammelt. Schauen links her zum Gartenhaus mit dem Bolzenschneider. Können wir die Kette öffnen. Wir brauchen ein Fragezeichen. Tasse, Pikas, Pyramide, Ente, dann nehmen wir die Hacke, öffnen rechts die Truhe, Spitzhacke, Joystick, in der Schublade Rakete, das Messer, damit schnitzen wir ein Herz in den Kürbis. Wetteschuh. Das Gewicht. Und hier hinten befindet sich der Stern. Wir gehen jetzt zurück zum Entbindungsraum. Zu der Tür. Links her, neben der Tür, zu der Wand. Da schlagen wir ein Loch rein. Bekommen einen Schubladenschlüssel. Gehen in den Überwachungsraum. Hier vorne her, wo das Handy war. Ging ein Werkzeugkasten. Damit können wir jetzt den Hubschrauber sabotieren. Wir sehen, wir brauchen einen Schraubenschlüssel und einen Schraubenzieher. Drehen das Ventilrad auf. Get her. She must not escape. So, wiederhole die Reihenfolge der Schläge, um den Gegner niederzuschlagen. Wir fangen rechts an. Zweimal links. Einmal rechts. Zweimal rechts. Links. Rechts. Links. Rechts, links, rechts, zweimal links und einmal rechts. Tom, you'll be okay. Just hold on. Help is on the way.
Das war Family Mysteries 3, Verbrechen im Kopf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht die Glocke einzuschalten. Das Spiel hat noch ein Bonuskapitel, Zusammenkunft. Und ja, das werde ich auf jeden Fall auch noch spielen. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei meinem nächsten Projekt. Tschüss!